Und damit Hallöchen YouTube. Es ist wieder Stinkerzeit und es ist wieder Tibia-Zeit. Wir haben es schließlich 18 Uhr und da wollen wir noch ein bisschen was sehen, nicht wahr? Wir haben hier das letzte Mal ausgelockt und haben wieder ein bisschen geskillt. Gucken gleich mal, was wir hingekriegt haben. Wir haben hingekriegt von Level 38 mit 5% to go sind wir jetzt ein Stückchen weiter. Und ich sehe schon hier Level 42. Na, ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, denn ich habe nämlich was ganz Besonderes vor. Wir hatten ja letztens... Oh, stimmt. Wir haben ja gar nicht unser ganzes Loot vom letzten ausgepackt hier. So, das muss dahin und das muss dahin und das muss dahin. Und dann müssen wir hier ein paar Flaschen wegbringen, weil wir sind ja Altflaschensammler, nicht wahr? Leergutsammler und so weiter. Und es ist natürlich wieder super, dass ich hier loslege und hinter mir die Katze... erwacht aus dem Tiefschlaf, aus dem komatösen Tiefschlaf, richtig? War so klar. Naja, egal. Also wir bringen jetzt mal hier die Flaschen weg. Und ich habe dann vor, was Neues zu erkunden. So, warte mal. Hi, while, yes. Und dann sag ich mal, trade Mars mit mir, Plix. Ach komm, die reichen erstmal. 120 ist super, dann haben wir noch ein bisschen Travel Money. Jo, passt. So, und zwar, wir hatten uns ja letztens spontan entschlossen, also wir waren ja nicht so irgendwie auf dem Hardcore-Level-Trip wie sonst immer. Finde ich übrigens auch ganz gut, dass das auch nicht immer so der Fall ist, sondern dass wir uns in Tibia mal die verschiedenen Gegenden so angucken. Ne? Beispielsweise Ork Fortress haben wir uns gar nicht wirklich angeguckt. Wir sind da rein, haben die Task gemacht und sind wieder rausgerascht. Das genau das gleiche ist bei den Crystals überall gewesen und auch damals bei den Grim Reapern und so. Und wir haben uns nicht wirklich umgeschaut. Und Drefia, denke ich mal, war so eine Location, wo ich dachte, naja, das ist doch schön, das macht Spaß. Wir gucken uns das einfach mal an. Nicht immer was... What the fuck? Was ist denn das? Seit wann gibt es denn hier ein zweites Boot? Gab es das hier schon immer oder gibt es das nur heute? Was ist das? Da ist nichts drin. Irgendwer online? Oh, ich würde ja schon... Alter, ich will gerne da rein. So eine Truhe, ganz ehrlich, die wünsche ich mir seit Jahren. Also die gibt es schon einige Jahre, aber die wünsche ich mir seit Jahren als Dekorationsitem für das Haus. Ne? So eine Truhe, dass du dann aufmachen kannst, dass du dann quasi dein Geld drin siehst, was du gestort hast. Und das sind ja... Nee, das ist hier... Ja, sie ist ein NPC. Hi. Was sagst denn du zu mir? Ah, ich glaube, das ist der Trade. Ah, stimmt. Also ab und zu mal kommt ein NPC durch die Lande. Und wir haben ja, ihr erinnert euch, die... Warte mal. Ja, da sind sie. Die Dinger. Die haben wir doch letztens gesammelt. Und es gibt ein NPC. Normalerweise kann man diese Creature Products überall in ganz Tibia immer verkaufen. Und es gibt einmal, nämlich diesen Typen, der kommt nicht immer, der kommt ab und zu mal und ist mal hier, mal da, mal dort. Und bei dem kannst du alles verkaufen. Alles, was es so gibt. Hier sieht man ja, die Liste ist ja endlos lang. Da musst du nicht immer zu jedem einzelnen NPC traveln. Ist nett gemacht, ne? Weil wenn man schnell mal Kohle braucht. Das heißt, wir nutzen jetzt mal die Zeit hier. Wir machen mal Folgendes. Wenn der schon mal bei uns hier zu Hause vor der Haustür klebt, dann können wir dem ja auch mal ein bisschen was an den Hals klatschen. Und zwar haben wir schon einige Sachen mitgebracht und mitgenommen. Lizard, Leder und all sowas habe ich da gerade im Kopf, was ich da, glaube ich, bei uns gesehen habe. Und vor allem auch die Dämonik Skeleton Dingens Hands da. Die müssen auch weg, weil die, das sind so Items, gerade diese Creature Products, wenn man die nicht in seinem System da stored, also aufbewahrt, dann werden die ganz schnell ganz lästig. Und müllen einen alles zu. Das hier ist ein größeres Item. Da gibt es noch eine Quest, die machen wir später mit Sicherheit auch noch. Aber das wird dann, da wird dann der Stefan mitmachen. Ist jetzt gerade hier meine Maus alle? Nee. Nee. Das hier. Das ist, was ist das? Adraginata, nee, das auch nicht. Huch. Das nicht. Das ist so ein Frosty-Herz. Das kann definitiv da auch mit dieses Held werden. Die Spinnenleben nicht.
Ditte kann da gesellt werden, die kann man auf dem Market verkaufen und denen ist nicht zu verkaufen. So, gut. Dann hätten wir das schon mal, ist nicht viel, aber um die Sache mal zu zeigen, reicht es aus. Kriegen wir ein bisschen Cash, mein Gott. Wie viel wird denn das sein? Ich weiß gar nicht, was das hier wert ist. Ich glaube, diese Hens waren ja 80, das war jetzt ja nicht so der Renner und der Brüller. Huch. Das finde ich ja gut, dass der mal hier ist, weil ich habe bei dem ehrlich gesagt noch nie was verkauft. Kann ich das auch gleich mal testen hier? So, ja, siehe du, alte Schnullermacke. Trade. Was gut ist, wenn man Sachen verkauft, dann muss man die sich nicht aus der Liste ziehen, weil es ja hier alphabetisch geordnete. Die Sachen, die man hat, die puckt er gleich nach oben. Also die rotzt er gleich nach oben an die Liste. 2.500. Okay. Die Demonics für 480 ist ja ein Reißer. Und die Lizardleder 1 für 150, also auch nicht schlecht. Obwohl Lizardleder, muss ich dazu sagen, verkauft man eigentlich nicht, weil die ein Quest-Item sind. Aber gut, passt. Na, siehst du mal, haben wir noch ein bisschen Cash gemacht hier. Dank den Yasir. Dann können wir ja weiter. So, wir wollen aber Hai nach Yala. Wir hatten ja die Quest hier gemacht, um hier ordentlich handeln zu dürfen. Und wir haben noch nicht einmal hier gehandelt. Das heißt, ich würde gerne mit euch in dieser Aufnahme A... hier mal ein bisschen laggy heute wieder, hier mal die Stadt erkunden, also hier oben habt ihr ja, die Optik habt ihr ja schon gesehen, das ist hier so rund angeordnet und überall, hier ringsrum in diesem Kreis, also anders angefangen, Yalaha ist in Quarters, in Stadtteile aufgesplittet, jedes Stadtteil ist mit einer fetten Mauer getrennt und durch diese Mauern kann man, oder in diese einzelnen Stadtteile kann man, auf zwei Wege. Wenn man eine Quest macht, kann man diese Dinger hier, die Rollen quasi benutzen, um die Tore hochzumachen. Da ich diese Quest nicht gemacht habe, kann ich die noch nicht benutzen, also komme ich nicht auf die andere Seite. Wir können aber, und das werdet ihr gleich sehen, auch auf anderen Wege dort rein. Das ist ziemlich umständlich und dauert auch lange. Und deswegen sollte man die Quest auch machen. Und ich will die Quest nutzen, um heute die Stadt so ein bisschen näher zu bringen. Kann ja nicht verkehrt sein. So sehen wir so ein paar Hunting Grounds, so für Low-Level-Noobs wie mich sind da ein paar schöne Sachen dabei. Ja. Quest-Herr ist hier Mr. Palimut. Und ich sage einfach mal, hi, Palimut. Greetings. Und ich sage mal, was halten eigentlich? Mit Mischen ist immer gut. Mischen. Ja. Also er erzählt uns gerade, dass er ein paar Probleme hat in den einzelnen Stadtteilen und dass seine Kräfte limitiert sind, also begrenzt sind und dass er Hilfe von außen braucht, um diese Probleme zu lösen. Und er fragt uns natürlich, möchten wir ihm helfen dabei? Natürlich möchten wir ihm helfen. So, er freut sich natürlich, das zu hören. Ist nicht immer so gang und gäbe, dass er Leute von außen mit benutzt, also um ihm zu helfen. Aber er will halt, dass alles um bestimmten Level Wealth, also was heißt Wealth? Wealth im Luxury, dass er seinen Lebensstandard erhalten kann. Sinngemäß übersetzt. So. I'm willing to work for the city of Yalaha. Same mission. Yes, ich möchte. Your quest log has been updated. I hope your first mission will not scare you off. Even tough, they cut your sugar system. Ach ja, okay. Genau. Wir müssen jetzt in die Kanalisation hier. Ist ja eine ganz tolle Einstiegsmission. Ein Einstiegsmission. Und wir müssen dort... Was müssen wir? Irgendwas müssen wir kaputt machen. The controls. Get yourself a crowbar. Loosen the controls and clean the garbage from the pipes. Ah, okay. Also Pipes sind verstopft und wir müssen irgendwann mal ordentlich mit der Crowbar, mit einer Brechstange raufhauen. Jetzt muss ich mal gucken, wo kriegen wir eine Brechstange her? Grübel, grübel, grübel. Verkaufst du mir eine Brechstange? Ach nee, er ist ja der Juwelier. Crowbar.
260. Schwupp, gekauft. Da ist er, die Superbrechstange. Und damit müssen wir jetzt mal hier die Pipes demolieren. Und ich grübel gerade, wo man hineinkommt. Ich glaube, hier unten gab es einen. Ich glaube auch, dass im Untergrund. Warte mal, sind wir hier? Ja, hier sind überall Kreuze. Da müssen wir überall hin. Also vier Stücks, vier Pipes sind, die da verstopft sind. Also wenn ich das jetzt richtig kurz so überflogen habe, müssen wir vier Pipes mit der Crowbar bearbeiten, die verstopft sind. Und wir usen mal hier auf den Kanaldeckel und haben keine Sicht. Ist ja ein Traum. So, Fackel an. Sehr gut. Ist es ein bisschen entspannter. Wir gucken mal hier auf die Minimap. Die Minimap sagt, da ist ein Kreuz, da müssen wir hin. Und die Crowbar usen. Dann tun wir das doch einfach. Hier kommen, glaube ich, ein paar Slimes, den Ratten. Böserweise. Ach, hier. Die Dinger. Das sind ja keine Pipes. Na, das sind vielleicht irgendwelche Vorrichtungen für die Pipes. Pam! Oh, was kommen wir jetzt hier an? Was eine Überraschung. Aber K-Freds bringen mich nicht aus dem Gefüge. So, wollen wir mal gucken. Wo sind die nächsten? Hallo? Ich glaube, wir müssen hier hoch irgendwie. Ich lasse mal die Ratten so nebenbei jetzt so, ne? Die drücken wir mal ins Guard. Obwohl sie teilweise auch nerven. Aber die drücken wir trotzdem ins Guard. Mann. Warum läuft denn halt so komisch? So. Nee, warte mal. Wo habe ich jetzt hier? Der alte Mann sieht wieder nicht, ne? Mit seinen 4,5 Dioptrien, die er hat. Warte mal. Ich nehme mal hier die... Ah, übrigens, so skillt man Shielding, ne? Wenn man ein Shield anhat. Man lässt immer die Viecher auf sich einprügeln und trainiert dadurch seinen Shielding-Skill. So, wollen wir mal gucken. Ich habe hier nebenbei noch einen Laptop an. Mit der Spoiling... Ja, Spoiling-Quest. Nö, ich spoilige die Quest, ich weiß. Vier Places sind, aber ich weiß nicht gerade wo. Ich krieg hier irgendwie gerade. Krieg das nicht geschissen. Doch, da oben, sind wir da richtig. So, wir sind jetzt. Oh, lass mich mal was raus hier. Ah, okay. Hier runter, darüber. Okay, okay. So, zack. So. Hier runter. Darüber. Da lang. Geht's jetzt hoch? Ja, sehr gut. Geht's denn da lang? Ich hoffe, das ist hier richtig. Sieht gut aus. Nach oben? Nee, nach unten. Unten rum, ne? Lass mich durch. Ja, richtig. So, dann mal ein bisschen Speed up hier. Weil die Kanalisation ist natürlich nicht so ein Ort, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Der reizt mich jetzt nicht so unbedingt an Yalaha. Vielmehr ist es interessant, euch durch die Quarters zu führen, weil die Quarters sich doch im Groben und Ganzen sehr unterscheiden. Ja, also jedes Quarter hat eigentlich ein eigenes Thema, was es behandelt und... So, jetzt hier irgendwie, hä? Ich denke, wir müssen Vorrichtungen. Oh, okay. Naja. Lassen wir das mal im Raum stehen mit den Vorrichtungen. Ob das jetzt so stimmt oder nicht. Sei mal eingestellt. So, also, die zweite Ding jetzt haben wir auch. Da oben. Ich glaube, dafür müssen wir wieder raus und nach oben in den anderen Gullideckel rein, weil wir nämlich keine Möglichkeit haben, da irgendwie jetzt hinzukommen. Der Weg ist nämlich versperrt. Der Weg ist versperrt. Du kommst nicht vorbei. Ach nee, wie hieß das da bei Herr der Ringe? Als sie da in diesen, zu diesem Tod kommen. Die Toten halten diesen Weg oder irgendwie so war das. Ach ja. Ich hoffe, ihr habt fleißig das Let's Play von Herr der Ringe geguckt. Ich bin ja ein Herr der Ringe-Fan. Ach ja. So. Hier geht's nicht durch. Warte mal, wie will man hier? Durch die Gärten. Die Häuser in Yalaha sind auch richtig schick, finde ich. Also von der Architektur her und von den Raumaufteilungen her hatten der so viele schöne Sachen drin. Die sind
Golden Amulets. Dreimal Softboots, ja. Jetzt sind die, die wir Level 80 bekommen. Was ist das für ein Ding? Midnight Shards. Das ist von irgendeiner World Quest. Das Loot. Und ich finde auch die Betten ziemlich episch. Hier, die Dinger finde ich richtig geil. Himmelbettchen. Oh, ein Mutschekiebchen. Backpack. Ach, er tippt so viele Sachen hier in Tibia. So. Wir gehen hier oben. Ist, glaube ich, irgendwo ein Gullideckel, wo wir rein können oder wo wir rein müssen. Ja, da. Den nehmen wir.